Hügel auf einer Wiese bei Steinhagen. Nur Eingeweihte wissen, dass es sich hier um ein bronzezeitliches Grab handelt. Ein unberührter Fundplatz, der, wenn es nach den Archäologen geht, auch weiterhin unberührt bleiben soll. Der Boden ist eigentlich der beste Konservator. Deswegen sind wir an einer Sicherung der Fundstellen interessiert. Und die Ausgrabungen finden nur dann statt, wenn eine Fundstelle tatsächlich zerstört werden soll. Archäologen der LWL Archäologie für Westfalen bei der Arbeit. Meist müssen sie aktiv werden, wenn Fundstellen von Baumaßnahmen bedroht sind. Für die Archäologen heißt das Arbeit unter extremem Zeitdruck. Hier im ehemaligen Römerlager von Haltern am See ist das anders. Es ist eine Forschungsgrabung. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts wird hier gearbeitet. So sah es damals aus, das römische Hauptlager. Stationierungsort der legendären 19. Legion, die 9 nach Christus unter ihrem Feldherrn Varus in der Schlacht am Teutoburger Wald unterging. Mit Hacke, Spaten und Kratzer begeben sich die Archäologen auf Spurensuche. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also für die ersten vorchristlichen Jahrhunderte fehlen uns jegliche historischen Überlieferungen. Deshalb sind die Archäologen gezwungen, Ausgrabungen durchzuführen. Wir tun nichts anderes, als im Boden zu lesen. Wir versuchen also, anhand von Erdverfärbungen zu rekonstruieren, was früher an einem Ort passiert ist. In diesem Fall stehen wir im Römerlager Haltern und wir finden die Überreste eines römischen Lagers. Deutschlandweit führen Archäologen einen dramatischen Kampf gegen die Zeit, denn ihre Arbeitsgrundlage wird immer kleiner. Das Archiv, aus dem wir schöpfen, nämlich der Boden, wird durch den großen Flächenverbrauch immer stärker vermindert, immer kleiner. Man muss sich das so vorstellen, als wenn man einem Archivar jeden Tag die Hälfte seiner Archivalien aus dem Fenster werfen würde. Das ist das, was in der Archäologie passiert, nur nimmt es niemand in der Form wahr. Archäologen sind die stillen Bewahrer und Hüter des unerforschten Teiles unserer eigenen Geschichte. Kaum wahrgenommen von der Öffentlichkeit, versuchen sie zu retten, was zu retten ist. Auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes nimmt die LWL-Archäologie in ihrem Bereich die Aufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen wahr. Bevor an einem Fundplatz gegraben wird, stehen eine Menge Vorarbeiten und Entscheidungen an. Die werden in Münster an den Speichern 7 getroffen, Sitz der LWL-Archäologie für Westfalen. Alter und Lage eines Bodendenkmals entscheidet über die Zuständigkeit des jeweiligen archäologischen Fachbereichs. Es gibt 3 Gebietsreferate, die in den 3 Regierungsbezirken in Westfalen-Lippe arbeiten, nämlich in Südwestfalen, in Ostwestfalen und im Münsterland mit jeweils eigenen Außenstellen. Dazu gibt es 3 Fachbereiche, einmal die paläontologische Bodendenkmalpflege, die sich mit den Versteinerungen von Pflanzen und Tieren beschäftigt, dann die provinzialrömische Archäologie, die in der Hauptsache die Erforschung der augusteischen Römerlager an der Lippe betreibt, und dann die Mittelalter- und Neuzeitarchäologie, also ein Teilbereich der archäologischen Erforschung, der sich ausschließlich mit den komplexen Strukturen in Kirchen, in Klöstern und in Stadtkernen beschäftigt. Rund 30.000 Fundpunkte fallen in den Zuständigkeitsbereich der LWL-Archäologen. Im Kartenarchiv in Münster sind alle verzeichnet. Um bei der Masse von Fundplätzen den Überblick zu behalten, können die Archäologen mittlerweile auf moderne Softwarelösungen zurückgreifen. Ist ein Bauvorhaben geplant, genügt ein Mausklick und die Archäologen wissen, ob sich am fraglichen Ort eine Fundstelle befindet. Zu den bereits verzeichneten Fundstellen kommen immer wieder neue hinzu. Beispielsweise durch Karten, schriftliche Quellen oder Luftaufnahmen. Oft können die Forscher schon anhand von Verfärbungen im Boden erkennen, ob sich dort Spuren aus der Vergangenheit befinden. Wie 2011 in Olfen. Durch Aufnahmen aus der Luft konnte Lage und Umfang eines römischen Marschlagers bestimmt werden. Eine punktuelle Grabung bestätigte, dass es sich um ein Lager aus der Zeit des Augustus handelte. Ehrenamtliche Helfer der LWL-Archäologie hatten durch Münzfunde bei Olfen erste Hinweise geliefert. Ehrenamtliche Mitarbeiter spielen eine große Rolle bei der LWL-Archäologie und wir sind dankbar, dass wir viele, viele Mitarbeiter haben, die uns Informationen über neue Funde und über neue Fundstellen liefern, die bei Prospektionen, also bei Ortsbegehungen, mithelfen, Funde aufzusammeln und die zum Teil auch bei Ausgrabungen eingesetzt werden.
Was die Archäologen bei ihren Ausgrabungen aus dem Boden holen, ist für Laien oft nicht einmal ansatzweise erkennbar. Leider hat sich in dem Boden nicht immer alles so erhalten, wie man es sich wünschen würde. Vieles ist kleinstücklich, zerscherbt oder kaputt gegangen. Und die Restauratoren und Restauratorinnen der LWL-Archäologie bemühen sich, aus diesen einzelnen kleinen Fragmenten wieder etwas Ganzes entstehen zu lassen. Dieser Teil eines frühmittelalterlichen Langschwertes scheint völlig mit seinem Umfeld verschmolzen. Viel Fingerspitzengefühl und Fachwissen ist notwendig, um den Fund zunächst von Erde und Korrosionsresten zu befreien. Andere Arbeiten gleichen einem riesen Puzzle, wie die Rekonstruktion eines aufwendig verzierten römischen Totenbettes aus dem Römerlager bei Haltern. Die Restaurierung ist Bestandteil des Referates Zentrale Dienste. Viele für die archäologische Arbeit unentbehrliche Bereiche sind dort zusammengefasst. Im Referat Zentralen Dienste sind Arbeitsbereiche zusammengefasst innerhalb der Archäologie, die eher im Hintergrund ablaufen, wie das zentrale Fundarchiv, die Restaurierung, der Bereich Fotografie oder auch die wissenschaftliche Redaktion und unsere wissenschaftliche Bibliothek, an der wir uns gerade befinden. Das Langschwert ist fertig. Restauriert und zusammengesetzt, kann es seinen Weg innerhalb der zentralen Dienste fortsetzen. Ein Fototermin steht an. Bilder für spätere Publikationen und Forschungsarbeiten werden gemacht. Danach geht es weiter ins zentrale Fundarchiv. Alle Funde, die in Westfalen-Lippe geborgen wurden, werden hier gelagert. Es ist das zentrale Fundarchiv sowohl für unsere Bodendenkmalpflege als auch für unsere drei Museen, die keine eigenen Sammlungen besitzen. Sie greifen für ihre Ausstellungen auch auf die Bestände unseres Fundarchivs zurück. Wir haben Funde von der Altsteinzeit bis in die Neuzeit, also Funde, die 80.000 Jahre westfälischer Geschichte abdecken. Fast 1.700 Quadratmeter auf drei Etagen nimmt die Schatzkammer der LWL-Archäologie ein. Ein kompaktes Regalsystem bietet auf 8.500 Regalmetern Platz für fast 200.000 Kartons. Die Verwaltung der Funde erfolgt Barcode gestützt und vereinfacht so das Ablegen und Auffinden innerhalb des Archivs. Auch für das Langschwert findet sich noch ein Platz in der Klimakammer. Eine computergesteuerte Belüftungsanlage sorgt hier für eine optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Archivierung und Erforschung der Fundstücke ist nicht nur für die Gegenwart von besonderer Bedeutung. In Zukunft wird sie sogar noch wichtiger werden. Denn das, was wir heute retten, gerettet haben oder in Zukunft retten werden, kann vielleicht erst in sehr viel späteren Zeiten gelesen werden, interpretiert werden. Und deswegen ist die Archäologie für die Zukunft so wichtig. Im Rahmen ihrer Forschungen arbeiten Wissenschaftler und Studenten weiter mit den Funden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden danach veröffentlicht. Darum kümmert sich das Redaktionsbüro. Hier werden die Texte redigiert, in Form gebracht und grafisch bearbeitet, bis sie schließlich in den Druck gehen können. Ganz besondere Funde gehen als Ausstellungsstücke an die drei Archäologiemuseen des LWL. Die Vermittlung unserer archäologischen Forschungsergebnisse ist uns ein sehr großes Anliegen. Und wir tun das in unseren drei Museen, die zum Teil eigene Themenbereiche haben, zum Beispiel das Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn für die mittelalterliche Archäologie. Im LWL-Römermuseum in Haltern kann man sich die Fundstücke aus der römischen Okkupationsphase anschauen. Und in unserem Archäologischen Landesmuseum in Herne werden die Highlights der Archäologie in Westfalen-Lippe präsentiert. Moderne Vermittlung von Funden und Forschungsergebnissen, das haben sich die drei Museen zur Pflicht gemacht. Die eigene Geschichte verstehen und aus ihr lernen. Möglich wird dies in vielen Fällen erst durch die Arbeit der Archäologen. Die in den Museen präsentierten Funde helfen, ein Bewusstsein für das kulturelle Erbe zu schaffen. Die Denkmalpädagogik ist hierbei ein wichtiger Ansatzpunkt. Die Museumspädagogik ist uns sehr wichtig, denn die Vermittlung der Forschungsergebnisse in den Museen muss sich vor allen Dingen auch an die Kinder wenden, denn Kinder sind auch spätere Besucher von Museen und sie können dort Geschichte erfahrbar erlernen, zum Beispiel auch in Herne in dem neu aufgebauten Grabungscamp. Ob im Herner Grabungscamp, wo Erwachsene und Kinder die Arbeit der Archäologen spielerisch nachvollziehen können, oder direkt bei den Archäologen auf dem Ausgrabungsgelände des Römerlagers von Haltern am See. Die pädagogischen Angebote sind vielfältig und an verschiedene Altersstufen angepasst.
Die Kinder sollen verstehen, dass Archäologen und Bodendenkmalpfleger Treuhänder ihres kulturellen Erbes sind. Die LWL-Archäologie wird auch in Zukunft diesen Auftrag im Dienst der Allgemeinheit erfolgreich erfüllen. Damit auch die Kinder zukünftiger Generationen noch wissen, dass einst sogar Römer in Westfalen lebten.